Hallo Freunde, CSU Report hier. Heute gibt es mal ein kleines Review von mir. Ich habe mal was Lässiges besorgt für meine Bushcrafting-Touren, für meine Outdoor-Touren. Habe ich mal von Alpha Whiskey Tactical Custom Gear geholt. Sind jetzt, wie ihr vielleicht auf Facebook gesehen habt, einer von meinen eigenen Sponsoren. Und ich möchte euch natürlich mein neues Tool nicht vorenthalten. Also kommt her und schauen wir uns gemeinsam an. Ist ein Outdoor-Messer. Ich sage das jetzt auch gleich vorweg, ist konzipiert worden für Fernspäheinheiten, also für Sniper-Teams, was ich jetzt gesehen habe. Und ja, schauen wir es uns einfach an. Ist ein Folder, heißt ein Taschenmesser mit einer Gesamtlänge von 31 cm. Die Klingen dabei betrug 13,5 cm. Die Klingenstärke richtig gut mit 5 mm, also richtig massiv. Der verwendete Stahl ist ein 96er Böhlerstahl, also auch ziemlich was Hochwertiges, was ich jetzt überall gehört habe und gesehen habe. Der wird richtig gern genommen für die hochwertigen Messer. Als Sicherung dient ein Backlock. Klingen geht auf, wird gesichert. Und dort zusätzlich haben wir noch eine Schiebesicherung, was den Backlock nochmal zusätzlich unterstützt in der Funktion der Sicherung. Das ist jetzt die Ausführung, die Mikata-Ausführung, ist ein Faser-Kunststoffverbund. Gefällt mir einfach viel besser als die G10-Griffschalen, die gibt es natürlich auch. Das ist, glaube ich, ein Glasfaserverbund, also eine Kunststoffgeschichte. Wobei aber bei denen halt einfach mir das gefällt. Ihr seht es vielleicht, die sind schon richtig schön abgegriffen. Ich habe das jetzt 2 Wochen getestet. Da sieht man es auch. Das nimmt natürlich auch G10-Griffschalen, nimmt natürlich die Witterungsumstände oder sprich den Dreck, den Schmutz nicht so leicht auf wie das Mikata. Also da auch, wer ein Messer für die Vitrine haben will, so eins oder was auch immer, sollte sich auf jeden Fall das G10 holen oder den Mikata und nur irgendwo wegstellen, dass das schön bleibt, weil das zeige ich auch, nimmt die Nässe sofort auf, nimmt den Schmutz sofort auf, aber wie gesagt, mir gefällt das. Meine Messer müssen herhalten zum Arbeiten, zum Bushcraften für eine richtig geilen Touren. Also ich brauche keine für irgendeine Vitrine. Was da jetzt auch noch ist bei denen, richtig fein wie ich finde, sind die drei verschiedenen Winkel, was es da bei den Schliffen gibt. Erstens einmal der erste, der geht bis zur Hälfte vom Messer. Der zweite nachher bis zum Dreiviertelten vom Messer. Und die Tanto-Klinge vorne hat auch noch einen anderen Winkel wie der sechste, der geht bis daher. Was mir jetzt bei denen aufgefallen ist, bei den verschiedenen Winkeln natürlich, dass der was am höchsten aufgezogen ist, der ist minimal, würde ich jetzt einmal sagen, schärfer als wie der und als wie der vorne auf der Tanto-Klinge. Das kann ich mir jetzt nur so erklären, dass einfach beim Messer, wenn man hockt, wenn man das Messer hinten nimmt, das heißt, wenn man Äste durchschlägt, dass man einfach die meiste Gewalt da vorne drauf kriegt und somit das Messer nachher einfach da vorne am schärfsten ist, dass man noch mehr gewollt oder dass das Material, was man durchhacken will, noch schneller durchgehackt wird. Da sieht man jetzt noch eine schöne Fingermulden, wo man einen Zeigefinger gut einlegen kann. Das heißt, man kann auch feine Arbeiten durchführen mit denen. Das ist von dem her kein Problem. Das Messer schneidet wie Schwein, also von Schliff her richtig gut. Vorne die Tanto-Klingen, ihr seht das hoffentlich. Es ist auch richtig pervers, was da den Schliff angeht. Also da haben sich die Jungs sicher nicht lumpen gelassen. Und ja, was soll man dazu sagen? Es ist einfach ein Messer. Der Preis liegt bei den 220 Euro. Ist wie gesagt gedacht worden für Späheinheiten. Und hier hätte ich einfach gesagt, lass mal die Theorie, die Details und gehen wir einfach zum Praxistest über. Da zeige ich jetzt ein bisschen was das Messer alles drauf hat.
Nach getaner Arbeit will natürlich das Meskwaki Tracker auch richtig verstaut und transportiert werden. Und dafür wird nachher noch zwei Scheiden mitgeliefert in Condura. Einmal die Variante, wo man es zugemacht hat, transportieren kann. Schaut das Ganze so aus. Hat hinten natürlich auch Mollaufnahmen. Kann man auf dem Kombibelt tragen, kann man auf dem normalen Gürtel tragen, also verdeckt tragen, in zugemachten Modus und natürlich in geöffnetem Zustand die große Scheiden. Hat auch Mollaufnahmen hinten, das heißt, kann man auf Westen an, auf Rucksäcke, auf Combat Belts etc. auftun. Man kann auch hinten die Gürtelschlaufen für einen normalen Hosengürtel abtun und vorne natürlich nochmal Mollaufnahmen. Da könnte man eventuell die kleine Taschen auftun und da vorne vielleicht ein kleines Survival Kit reintun, sodass die auch noch genutzt ist. Zusätzlich hat die nachher noch eine flexiblen Schlaufmann. Ich habe da zum Beispiel jetzt ein Knicklicht drinnen. Das passt da relativ gut rein. Habe ich immer eins mit. Von dem her recht eine coole Sache. Was das jetzt für ein Kodura ist, weiß ich nicht, ob das jetzt 500er oder 700er ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Es ist richtig gut vernarrt, es ist gut gearbeitet. Also die Scheiden an, das sind sicher kein Problem bei dem Messer oder beziehungsweise ein Problem voll, was da zu Problemen führen kann. Schaut richtig super verarbeitet aus, korrekt gemacht. Also das passt. Das war jetzt mein Review zum FKMD Meskwaki Tracker. Ist wie gesagt ein Survival-Messer in einer Preisklasse von 220 Euro. Dort drinnen müsst ihr rechnen dafür. Ich habe es jetzt getestet, es wackelt da nichts, es hat zwar, jawohl, ein bisschen minimal Spül hat es, aber man muss, darf nicht vergessen, es ist ein Folder, es ist ein Taschenmesser, es ist kein feststehende Klingen, deswegen, man wird da vielleicht immer ein bisschen eine Bewegung drinnen haben in der Klingen, aber ich habe es jetzt gesehen, ich habe da richtig massiv reingehaut auf die Sachen, aufs Material und das habe ich jetzt schon zwei Wochen getestet und das hat, wie gesagt, jetzt ein bisschen Spül. Wird das auch noch einmal anziehen da. Man sollte vielleicht da die Schrauben kontrollieren, checken, auch die Schiebesicherungen. Bei der kleinen Schrauben sollte man auch vielleicht einmal anziehen. Da sind so ganz normale Torx-Schrauben sind da drinnen. Und ja, das war jetzt das Video dazu. Ihr kriegt bei Alpha Whiskey Tactical Custom Gear, bei meinen Sponsoren, kriegt ihr 10% auf jede Bestellung, was ihr tätigst. Das heißt, mit dem Bestellcode SKIP, den gebt ihr einfach ein bei eurer Bestellung. Das wird nachher automatisch weggerechnet. Genauso kriegst du ja auf airsoftsports.com 5% auf die gesamte Airsoft-Ausrüstung mit skip-fd01 den Bestellcode und 10% auf taktische Bekleidung, sprich 511, Maxpedition, Goal Zero, Carinthia, 10% mit dem Bestellcode skip-taktische Bekleidung. Das kann ich für euch machen, ich hoffe, es ist euch ein bisschen geholfen damit. Das war das Video dazu und ich sage wie immer, danke fürs Schauen, man sieht sich im nächsten Video. Ciao.